Ihr fahrt wieder rauf. Boah, wenn mich da einer angreift, der kriegt erstmal die volle Packung Artillerie hier. Haubitzenfeuer und. Konstruktion abgeschlossen. Ach, hier kommst du wieder raus. Du kommst da wieder raus. Oh. Jetzt gibst du dich aber. Aha, jetzt legst du aber los, ne? Jetzt zeigst du es, was du kannst, ne? Naja. Konstruktion abgeschlossen. Sieht doch gut aus. Sieht sehr schön aus. Und wenn mein Feind Konstruktion Artillerieordnung hat, abgeschlossen. dann wird er sofort meine Artillerie hier ordnen, um mein Kraftwerk gleich mitzuheizen. Aber ich habe noch ein Ersatzkraftwerk, Konstruktion also ist das kein abgeschlossen. Problem. So. Haben wir oben noch ein bisschen Artillerie gebaut? Jetzt fahrt er wieder da runter. So, wie weit ist die Forschung bis dahin? Dann wäre fertig. Boah, jetzt alles jetzt so lang dauern wird. Was ist das überhaupt? Ach, das ist so eine Luftabwehrrakete, glaube ich, ja. Gut, dass ich so viele Lufteinheiten einsetze und deswegen die schon mal in Aktion gesehen habe. Egal. Ach, mein Rücken. Ja. Andere Geschichte. Okay, wäre fertig. Komm. Na komm. Könnt ihr noch was erforschen? Werd halt fertig. Forschung abgeschlossen. Oh Gott. Was? Lenkraketenladesystem? Oh Gott. Oh mein Gott. Irgendwie macht's immer noch weniger Schaden. Ist wenigstens schneller. Ja, es ist schneller geworden. Es nähert sich an. Es nähert sich an. Na, schauen wir mal. Die Mission dauert noch wenig und wir können auch später noch umrüsten. Manchmal Einheiten hauen auch so gut neu. Ich hab's bis hierhin geschafft, also werde ich den Rest auch noch mit den Einheiten schaffen. Also, denke ich mal. Oh Gott. Ich und Denken. Ja, genau. Da treffen schon wieder zwei Dinge aufeinander, die nicht füreinander gemacht sind. Alles voll gepropft mit Verteidigung. So muss das sein. Jawohl. Jawohl, ja. Gut, wahrscheinlich bis. Ach ja, für den Fall, dass ihr mir Tipps geben wollt fürs Spiel. Ich glaube, bis ich das Video dann irgendwann mal hochlade. Und ihr sagt, hey, der Raketen, ey, die sind viel besser als die scheiß MGs da, ne? Ja, ich glaube, bis dahin bin ich schon fertig mit dem Spiel. Außer er hat nichts aufgenommen, aber glaube ich nicht. Ihr könnt Panzerfallen bauen. Nein. Was? Ich wollte noch was bauen. Ach ja, richtig. Ich wollte ja mal irgendwann einen Flieger bauen. Lohnt sich das jetzt noch? Wahrscheinlich überhaupt nicht. Ich lasse es. Ich habe es halt mal gebaut, weil ich es wollte, aber irgendwie ist es sau teuer oder es war halt, also ich hatte nicht genug Energie dafür und hab's dann irgendwann gelassen. Null Einheiten hinzugefügt, hä? Wo bin ich denn? Ich bin daheim, ja. Gut, nachdem wir das festgestellt haben, kann es sich jetzt nur noch um Stunden handeln. Boah. Ich mir den Mund fusselig und der wird einfach nicht fertig. Ja gut, nach der Mission werde ich eh erstmal eine Pause machen, also wieder aufhören hier. Es reicht ja, wir haben. Wie viele? Wir haben eine Mission abgeschlossen, zwei. Eine haben wir abgeschlossen, eine haben wir gemacht in 5 Minuten. Ja, doch. Langsam gewinnen wir die Kontrolle, also. Ich wüsste jetzt keinen Grund, warum wir die nächste Mission nicht optimistisch entgegentreten können. Sollten. Ja, doch. Also. Ich denke, das wird was. Soll ich da noch eine Artillerie bauen? Da ist kein Platz mehr für Artillerie, ne? Nee, nicht so wirklich. Lassen wir es lieber. Lassen wir es lieber. Wir wollen es mal nicht übertreiben mit Artillerie. Oder wollen wir es übertreiben? Nein. Wir sparen unsere 13.679. Grundlagenforschung Oh Gott, abgeschlossen. noch mehr? Vinicados, Sam? Oh Gott. Waffenforschung Lenkrakete ordnet und abgeschlossen. fixiert Ziel. Ich fixiere das Ziel während der Ladephase. Okay. Ach,
wenn es nicht so viele Waffen wären. 480. Ne, Moment, das ist die Feuerrate, ich Idiot, ich verwechsel da glaube ich gerade was, ja. Ich verwechsel Feuerrate mit Schaden, aber. Dann ist es immer noch Jacke wie Hose, was ich nehme. Dann bleibe ich weiterhin bei Tankkiller. Oh Gott, ich verwechsel die ganze Zeit Schaden mit Feuerrate, bin ich bescheuert? Gut, das ist nur 10, das ist überhaupt kein Feuerrate. Das ist einfach nur Scheiße. Und ich muss noch mehr erforschen, boah, es wird noch spannender. Ja, willkommen zu Let's Forsch. Ich werde hier 2 Stunden lang nichts anderes machen als forschen. Und ich glaube, ich mache das wirklich bald seit, naja, nicht 2 Stunden, aber schon eine Weile, ne? Ich könnte noch mal Bäume fällen, ne? Ach. Ist einfach so übel. 44 Einheiten, die angreifen können und alle den Rang Hero haben, bis auf ein paar wenige, zum Beispiel dem hier, der Rang Hero Plus hat, der aber trotzdem nur Hero irgendwie angezeigt wird. Gut, ich weiß nicht, ob das immer noch gilt mit dem Hero Plus, aber habe ich so gelesen im Internet. Ich habe halt mal geschaut, was genau das bringt und es müssten dann bei Hero Plus über 50% genauere Treffwahrscheinlichkeit haben, also höhere Treffwahrscheinlichkeit und 50% weniger Treffwahrscheinlichkeit, dass der Gegner eintrifft. Ich glaube auch 50% weniger Schaden oder so. Und 50% schneller? Ich weiß gar nicht mehr genau. Hab ich vergessen. Also ich muss jetzt down gehen. Warum muss ich down gehen? Weil ich so viel rede und keine Luft mehr habe und deswegen down gehen muss, damit ich Luft kriege? Ja, der Mensch gähnt, weil er Luft braucht und nicht, weil er müde ist. Wobei meistens müde mit Luftmangel irgendwie in Zusammenhang steht oder so. Keine Ahnung, ich bin kein Doktor. Ja, warum erzähle ich das jetzt? Ja, weil es euch interessiert. Genau, es interessiert euch brennend, warum man gähnt. Das ist viel interessanter als, was weiß ich, dem Gras beim Wachsen zuzuschauen. Warum leuchten die so blau? Was machst du da? Tesla-Spule. Allein, Moment, falsches Spiel. Das war wieder was anderes. Boah, ich hab so viel. Oder baue ich doch noch ein paar Flieger? Ne, die muss ich dann nur wieder umrüsten. Naja, weil ich wahrscheinlich bald den anderen Rumpf krieg. Ah, den kriegst du doch erst in der letzten Mission, du dummer Idiot. Ah, du bist so dumm. Ja, das weiß ich auch. Was könnte ich noch machen so lange? Was könnte ich noch machen? Verdammt, sag mir, was ich noch machen kann. Kann ich da noch was hinbauen? Oh Gott. Ja, ich baue oben noch so 2, 3 Luftabwehrstellungen hin. Wenn ich sie denn finde. Wo haben wir sie denn? Wo haben wir sie denn? Ja, doch. Bisschen Luftabwehr kann ich schaden noch. So lang. Du fährst mal davor. Eine erhöhte Position, ich weiß nicht, bringt das was? Ist das irgendwie wichtig für die Flak, dass er weiter oben steht, oder ist das scheißegal? Puh. Gut, im Prinzip ist sie weiter oben, ne, desto besser, oder? Gut, sie ist auch leichter zu anzugreifen, also in der Realität, aber wie realistisch ist Warzone 2100 in Version 2.3.4? Schöne Verteidigung, sehr, sehr schön. Komm, ihr seid so blöd, eine Flak zu bauen. Ich glaub's einfach nicht. Boah. Ich kann mir auch einen alten Kochtopf als Goldtopf verkaufen. Ja. Stell ihn 2 Stunden auf den Herd und ist voll mit Gold. Ja, der Goldtopf. Bei 300 Grad einfach 2 Stunden auf den Herd stellen und danach ist der voller Gold. Das könnt ihr dann ausgeben. Oder mir schicken. Oder sein Kuvert packen oder an, wie heißt die Seite? Keine Ahnung. Mach Gold zu Geld. Ja, schicken Sie uns Ihr Geld in einem Kuvert. Genau, kennt jemand diese schwachsinnige Werbung?
wo man Gold einfach in ein Kuvert tun soll und dann da hinschicken, ohne irgendwie Garantie zu haben, dass das jemals ankommt oder einfach zufällig verschwindet? Noch 10 Minuten. Mal speichern hier nochmal, sicherheitshalber, ne? Oh Gott, hoffentlich habe ich jetzt nichts Falsches überspeichert. Muss die Mission nochmal machen. Ah, fuck. Das wäre jetzt übel. Das wäre echt übel. Na komm, wir fertig. Wo ist mein Sensorturm? Sensorturm. Kann die Artillerie das nicht übernehmen? Komm, wer fertig. Werd fertig. Na komm. Oh Gott. Waffenforschung. Schwere Bodenluft-Lenkrakete. Okay. Nein. Okay, 126 Schaden. Ist also doppelt so schnell. Ich bleib weiterhin bei der. Obwohl die Lenkzielsuchraketen. Gut, ich baue es eh nicht, also von daher. Ist mir das scheißegal. Boah, ich muss noch was erforschen und oh, das dauert so lange. Ich habe doch schon alle Aufrüstung für mein Forschungslabor. Oh.